Moin Leute, heute stelle ich euch den MK300 LCD TTL Blitz von Michael vor. Dieser kleine Blitz kommt mit mir, wohin ich auch gehe. Seitdem ich mich für Makrofotografie interessiere, nutze ich diesen Blitz einfach jedes Mal. Zugegeben, es ist nicht das schickste Stück Technik, das ihr auf dem Markt finden könnt. Er hat ein paar kleine Macken, doch bin ich ansonsten sehr zufrieden, denn für 38 Euro bekommt ihr den Blitz verpackt in einem einfachen Karton und in einer kleinen Schutzhülle eingewickelt, in einer Tasche, die ich eigentlich immer dran lasse. Der Blitz bezieht seine Energie durch zwei AA-Batterien oder Akkus, von welchen ihr schon mal einen kleinen Vorrat zulegen solltet, denn diese zwei Batterien überleben bei mir immer nur ein paar Stunden von Fotografie. Laut Hersteller sollen es 100 bis 1500 Blitzauslöser sein, wenn ihr ganz normale Batterien AA, wie gesagt, reinpackt. Aber mir persönlich, da sind es bei mir weitaus weniger. Vielleicht an die 100 kommt es gut ran, so. Auf der Oberseite des Blitzes habt ihr eine Auswahl an verschiedenen Modi und ein großes Rad, mit welchem ihr die Feineinstellungen vornehmen könnt. Damit bewegt ihr euch durch das Display und Menü. Einmal eingeschalten, könnt ihr das LCD-Display beleuchtet oder ohne Beleuchtung nutzen, was ich für euch raten würde, da es wirklich viel Strom zieht. Mit dem Knopf für Mode habt ihr die Möglichkeit, von TTL zu manuell zu RPT zu wechseln. Die einzelnen Modi bringen auch eine neue Einstellungsmöglichkeit immer mit sich mit und unterstützen so den Blitz, um das genau einzustellen. Mit dem Rad könnt ihr jeweils die Einstellungen von plus 0,3 zu plus 0,7, 0 bis 0, minus 0,3 bis minus 0,7 einstellen, in diesen Schritten dann einfach. Dabei habt ihr immer an der Unterseite des LCD-Displays eine Anzeige, welche euch verrät, wie weit das sichtbare Licht, das durch den Blitz freigegeben wird, auf das Subjekt trifft. Das heißt, ihr habt eine Regelung oder eine Anzeige von 0 bis 10 Metern. Wie akkurat das ist, konnte ich leider noch nicht testen, aber ich würde mich da jetzt nicht so darauf verlassen, um ehrlich zu sein. Bei RPT und im manuellen Modus habt ihr dann zumindest dem Anschein nach volle Kontrolle über den Blitz, indem ihr die Zeit von 128 bis 1 Sekunde einstellen könnt. Dabei lässt sich auch die Herzzahl und wie viele Male bei einem Auslösen der Blitz auslösen soll, einstellen. In diesem Modus, dem manuellen, den nutze ich am meisten, da ich so auf jedes Ziel das Licht individuell anpassen kann, das von meiner Kamera kommt. An der Seite habt ihr noch einen USB-Port, mit welchem ihr Software-Updates installieren sollen könnt. Ich persönlich habe das noch nicht ausprobiert. Die Batterie lässt sich nach meinen Tests damit nicht überwinden, was ganz gut wäre, dann würde ich einfach eine Powerbank da dran packen. Aber leider funktioniert das nach meinem Test nicht. Sollte der Blitz nicht genutzt, aber dennoch eingeschalten sein, so begibt er sich recht schnell, wie ich finde, in einen Sleeping-Modus, aus welchem man manchmal nicht mehr rauskommt und deswegen müsst ihr ihn wieder aus- und einschalten. Der Hotshoe ist aus Metall, was ich ganz angenehm finde, da mit so einem Plastikding oft das abbricht und das ist wenigstens solide gebaut. Das gilt für den ganzen Blitz. Alle Teile sind so, wie sie sein sollen, nichts wackelt oder ruckelt und selbst die Klappe für die Akkus ist von meines Erachtens sehr stabil gebaut. Was ich jetzt noch bei all meinen Makrofotos immer benutze, ist ein sogenannter Diffuser. Die gibt es schon ab wenigen Euros. Ich habe mir hier einen No-Name-Diffuser gekauft bei Amazon, ich glaube für unter 10 Euro. Aber wenn ihr unbedingt drauf besteht, könnt ihr euch einen von Rohe kaufen, der dann wesentlich teurer ist. Das Schöne bei diesen Diffusern ist, dass sie die einfache Möglichkeit bieten, euer Licht einfach weich zu zeichnen. Sprich, ihr habt keine harten Konturen bei Schatten und euer Hintergrund wird dadurch auch etwas sanfter beleuchtet. Das hat den Vorteil, dass beispielsweise Reflexionen in einem Auge von einem Insekt oder auf einem Wasser nicht so harte Kanten haben und das Bild einfach etwas abrunden im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen nutze ich diesen Diffuser eigentlich immer. Er lässt sich praktischerweise in eine kleine schwarze Tasche packen und wieder auf- und einklappen. Ist damit auch sehr leicht und ja, passt in jede Hosentasche. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann kann ich euch auch noch einige Fotos präsentieren, die ich jetzt mit dem Blitz hier gemacht habe. Bedenkt dabei immer auch, dass der Diffuser eine Rolle gespielt hat, denn sonst habt ihr diese harten Kanten einfach.
Der Blitz besitzt ein eingebautes Überhitzungswarnsystem. Dies kann sehr schnell ausgelöst werden und hat mir schon so manches Bild versaut, denn besonders jetzt im Sommer, wenn es warm wird, überhitzt der Blitz recht schnell. Das kann ausgelöst sein durch irgendwie zu viel Nutzung, also dauerhafte Nutzung oder auch Außentemperatur. Und genauso wie beim Sleeping-Modus gibt es da einen kleinen Trick, man muss den Blitz einfach wieder aus- und wieder einschalten oder ihn kurz abziehen, in die Tasche packen, wo es ein bisschen kühler ist. Und dann kann man eigentlich wieder schnell Fotos machen. Das frustriert aber allerdings dennoch und irgendwie sollte man das mal beheben. Maike, mach mal was da. Ein kleiner Makel für mich ist auch die immense Batterienutzung. Ich weiß nicht, ob das bei allen Blitzen, die mit Akkus funktionieren, so ist, aber auf dem Tagestrip würde ich euch empfehlen, 6 AA-Batterien mitzunehmen, da die schnell aufgebraucht werden. Und wenn ihr gelegentlich Fotos macht, nutzt ihr diese 6 Akkus auch garantiert auf. Ansonsten ist es ein toller Blitz für Anfänger, wie ich finde, und momentan zähle ich mich da immer noch dazu. Und wie bereits erwähnt, nutze ich den Blitz für Makrofotografie und da ist er durch sein geringes Gewicht und seine Größe perfekt. Denn ich will ja nicht so viel auf meiner Kamera immer mit mir rumschleppen und da ist es perfekt, wenn nicht extra noch Gewicht auf mein Handgelenk oder sowas mit drauf kommt. Ich denke, dass bei Porträtaufnahmen oder anderen Motiven, die etwas weiter entfernt sein können, der Blitz nicht so geeignet ist oder höchst ungeeignet ist, wie ich sogar sagen würde. Denn auf weite Entfernungen sieht man das jetzt nicht wirklich, wie er auslöst. Deswegen habe ich auch gar kein Footage dabei, weil man merkt es eigentlich kaum. Er ist einfach zu schwach, aber das ist halt nun mal seiner kleinen Größe und Leistung zugeschrieben. Damit beende ich auch schon wieder die Review des Maike MK300 Blitzes. Und kann euch nun auf meinen Channel aufmerksam machen. Auf diesem werdet ihr Produktvideos wie dieses hier finden, aber auch Tutorials von verschiedensten Adobe und anderweitigen Programmen, die ich wöchentlich hochlade. Damit verabschiede ich mich auch schon wieder für heute und wünsche viel Spaß beim Fotos machen. Euer Gucke sagt Adios.